wie heißt es so schön, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Wir leben in einer Zeit, wo alte Bäume fallen. Aber es sind kranke Bäume. Es ist eine kranke Gesellschaft, die jetzt sozusagen ihren Geist aufgibt und es rumpelt und pumpelt und ja, knallt. Und es gibt mit Sicherheit Interessengruppen, die gerne einen Bürgerkrieg sehen würden und alles dafür tun, um die Emotionen hochzukochen. Aber ist das unser Weg in die neue Zeit? Ich freue mich, die Sandra Weber nochmal hier im Studio zu haben, damit wir ja einen Aspekt hinein, nämlich unser Herz, dass unser Herz uns jetzt durch diese chaotische Zeit hindurchführt. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Sandra, herzbasiert, ja, durch diese Zeit. Wie können wir uns das vorstellen? Also ich habe es ja ein bisschen eben erklärt, dass tatsächlich mir jedenfalls sich das so darstellt, als gäbe es Interesse, ja, nach dem, was wir schon in den letzten Jahren erlebt haben, Menschen, Gruppen gegeneinander aufzubringen, also jetzt noch mal anzuheizen und ja, die Landwirte, Bürgerkrieg, ähnliche Sachen hier installieren zu wollen. Und du sagst, wir kommen am besten dadurch, wenn wir herzbasiert leben, agieren, denken. Wie kann man sich das vorstellen? Also unser Herz ist unser allerwichtigstes Zentrum. In unserem Herzen vereint sich alles, was wir sind, noch mal ganz komprimiert. Und unser Herz ist auch sowas wie das Tor, multidimensional auch wahrnehmen zu können. Und das, was du so ansprichst, ist alles so der Versuch oder die Basis der letzten zig Jahre unserer Gesellschaft, die Menschen in den Kopf zu bringen. Ja, müssen wir nicht drüber diskutieren, ob das gewollt ist oder Zufall oder wie. Es akzeptieren wir einfach den Ist-Zustand. Und jetzt sind wir aber gerade dabei, in so einer großen oder durch eine große Phase der Verwirrung zu trudeln. Und vielen Menschen fällt es sehr schwer, weil sie versuchen, jetzt mit dem Kopf die Dinge zu lösen, weil sie das ihr Leben lang gelernt haben. Vernünftig sein, auf den Verstand hören, analysieren und so weiter. Und diese Zeit hebt einfach komplett raus, dass es nicht geht. Weil gerade, also egal über was du dich jetzt in der heutigen Zeit informieren willst, es sind alle Infos da und du hast hier eine Bestätigung, eine wissenschaftliche Studie zur Wirksamkeit von etwas, während du genau auf der Gegenseite die Wirksamkeit dementiert hast, widerlegt hast, auch wissenschaftlich. Du kannst also im Moment eigentlich nur entweder sagen, ich will bei meinem Weltbild bleiben, da darf auf keinen Fall was wackeln. Kognitive Dissonanz, ja. Egal, was mir alles bewiesen wird, ich bleibe auf meiner Schiene und das andere schaue ich mir gar nicht an. Das schiebe ich weg, das gibt es nicht in meiner Realität, weil es muss so bleiben, sonst hatte ich Unrecht, werde ausgelacht, muss was verändern, wie auch immer will ich nicht. Das ist eine Möglichkeit, die ist nicht besonders gesund und die andere Möglichkeit ist, ich muss da irgendwie durch. Ich muss irgendwie durch die ganzen Irrungen und Wirrungen navigieren und meine Wahrheit finden. Ja. Oder vielleicht auch die höhere Wahrheit finden, die ich aber fast derzeit nur in mir finden kann, beziehungsweise ausgestattet mit diesem Herzkompass. Also unser Herz ist wirklich ein geniales energetisches Instrument für unser Leben, das uns durchnavigieren kann durch alles, das uns absolut führen kann, weil unser Herz praktisch alles beinhaltet, was wir brauchen. Unser Herz kommuniziert ständig mit uns. Es ist mit unserer Seele, mit unserem Seelenplan verbunden.
Das heißt, es geht auch nicht immer darum, die allgemein richtige Wahl zu treffen, sondern die, die mit unserem Seelenplan verbunden, die richtige ist. Ja. Das, was jetzt für uns der logische nächste Schritt ist, der richtige. Und das können wir immer nur im Herzen fühlen. Gerade in so wilden Zeiten, der Verstand, der rotiert, der spielt verrückt. Dann kommt noch die Angst hinzu, die stoppt den Verstand noch irgendwie, die kastelt den noch ein und sagt, jetzt darfst du gar nichts mehr. Ja, also das ist ja erwiesen, dass Menschen, die unter Angst sind, nicht mehr klar denken können und sich auch nicht frei entscheiden. Und das alles spielt dann einfach kolossal zusammen jetzt gerade. Und wenn wir da wirklich in unserem Herzen zentriert sind, wenn wir das können wir lernen, wir können unser Herz befreien, dann haben wir diesen Kompass immer zur Verfügung. Und der führt uns genauso durch unsere Partnerschaft, durch unsere Beziehung, durch unsere Freundschaften. Der führt uns zu unserer Berufung, der führt uns einfach überall hin. Ist das ein Wunder, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins sind? Dass Klar. wir verlernt haben, auf unser Herz zu hören? Genau. Also klar, physisches Herz und energetisches Herz, nochmal zwei Paar Schienen. Und trotzdem sind Hängt's sie zusammen. Zusammenzuschauen. Ne? Also das gleichschenklige Kreuz, ja, also wo sich vertikale und horizontale schneiden im Menschen, das ist unser Herzchakra. Lass mich das vielleicht gerade noch ausführen, Gerne. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig auch für jeden zu verstehen, dass wir nicht immer nur vom Herzen sprechen, sondern was dieses Feld auch ausmacht. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben so ein gleichschenkliges Kreuz, die vertikale Linie durch uns und die horizontale Linie, dann können wir sagen, hier rechts, links, das sind die männlichen und weiblichen Energien. Und wenn die natürlich gut balanciert sind, bin ich in der Mitte, im Herzen. Wenn ich zu sehr das Männliche lebe, verlasse ich diese Mitte. Bin ich ein bisschen zu weit rechts oder zu weit links, dann im Weiblichen, wie auch immer. Und schon hier können wir einfach gucken, also mit Theki zum Beispiel können wir diese Energien harmonisieren. Wir können uns aber auch einfach im Alltag beobachten, wie denke ich denn über Frauen, wie denke ich über Männer, wie denke ich über das Zusammenspiel von Mann und Frau und einfach immer wieder alles erlösen, auflösen, auch gedanklich überschreiben, den Film neu drehen sozusagen, was da vorher gestört hat und gucken, dass wir da immer mehr in diese Einheit kommen und dann haben wir schon mal diese Achse stabilisiert und können hier mehr in der Mitte bleiben. Und dann geht es noch um die vertikale Achse. Da wissen wir, alles sind unsere Chakren natürlich angelegt. Und auch hier kann es sein, wenn ich zum Beispiel zu sehr in den oberen Chakren hänge, also zu sehr im Kopf, dann kreist immer hier die Energie. Ja. Dann fehlt sie mir unten und die Balance ist nicht da. Durch oben und unten, also wie in einer Acht, sozusagen im Herzen zentriert zu sein. Oder wenn ich zu sehr im Weltlichen verstrickt bin oder auch im Emotionalen, dann komme ich nicht hoch. Ich kann diesen spirituellen Teil von mir dann auch nicht leben. Ich kann keinen Vogelblick, keine Vogelperspektive haben. Ich kann den größeren Zusammenhang nicht erkennen. Mhm. Weil immer, wenn ich mein Chakren System nur halb bediene, also mehr unten oder mehr oben, dann bin ich auch auf einer recht niedrigen Erfahrungsebene in diesen Chakren. Weil jedes Chakra hat ja eine irdische Ebene und aber auch ganz viele spirituelle Ebenen. Ich kann es dann aber immer nur sehr irdisch alles wahrnehmen. Mhm. Ja, also Vergleich, bin ich hier im Verstand oder bin ich spirituell offen? Geschieht beides über die oberen Chakren, ist aber ein Riesenunterschied. Ja. Ob ich mich nur des Verstandes bediene oder alles kommen lasse. Ja. Und das ist also diese Achse. Und wir können es auch in den Elementen sehen, dass wir praktisch hier die Achse haben Erde, Luft. Mhm. Und da wieder die Achse männlich-weiblich, also Feuer Wasser. Und Wasser. Und auch da gibt es immer wieder so Elemente, die völlig aus dem Gleichgewicht sind, wo man einfach merkt, jemand vergräbt sich total in der Erde, im Irdischen, im Materiellen und
Der braucht dann Luft, also man kann dann auch die Elemente ausgleichen, immer mit dem Entgegengesetzten praktisch auf der Achse. Ja. Wie aber auch immer, solange wir irgendwo Energie verlieren, weil wir sie auf der anderen Seite konzentrieren, können wir auch nicht im Herzen sein und sind wir auch allgemein geschwächt. Ja. Und sobald wir diese Achsen wieder in uns harmonisieren, fällt es uns leicht, im Herzen zu sein. Und das kann man natürlich immer situationsbedingt machen, dass man sich da kurz mal ins Gleichgewicht bringt. Aber sinnvoller ist es natürlich, da mal grundsätzlich aufzuräumen, was wirft mich eigentlich immer wieder aus meiner Mitte? Oder wie fühlt sich meine Mitte überhaupt an? Und das wirklich grundsätzlich wiederherzustellen, dass wir da überhaupt wieder stationiert sind, auch wenn es uns mal rauswirft. Und dann gibt es da einige Prozesse, die noch mit dazugehören. Also das Torusfeld, unser Herzenergiefeld, sieht aus wie so ein Donut, das uns wirklich energieunabhängig macht. Das aktiviert sich, wenn wir richtig schön im Herzen auch zentriert sind. Also wenn sich hier alle Energien sammeln, dann sind wir auch sozusagen in dieser Quintessenz, im fünften Element, im Äther. Und wenn sich da alles sammelt, dann aktiviert sich auch das Torusfeld. Das können Torus, wir auch. Ne, ist halt ja der dreidimensionale Wirbel, sozusagen, also praktisch wie dann beim Apfel. Ne? Genau. So genau. Oben raus, unten rein und oder unser Erdmagnetfeld, ja, vom Torus. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir die Energie rein von oben und unten aufnehmen. Und das macht uns sehr energieunabhängig, weil oben ist die Quelle, also da ziehen wir reinste Energie in unser System und unten ist die Erde, mit der wir verbunden sind. Wir sind elektromagnetische Wesen zwischen Himmel und Erde. Ja. Ja? Und unser Herz zum Beispiel strahlt 5000 Mal mehr Energie aus als zum Beispiel unser Gehirn. Und das ist nur das, was irgendwann mal irgendwo gemessen wurde. Das kann ja noch viel mehr sein, wenn du da wirklich zentriert bist. Ja. Ja? Und das alles zeigt, dass es sich immer wieder aufs Herz konzentriert. Also bei mir war das, was ich hier berichte, das war eine Sammlung an Erkenntnissen von mehreren Jahren. Ja, ja. Dass ich gemerkt habe, wow, schon wieder was sich, wenn es balanciert ist, direkt im Herzen trifft. Und dann kommt diese Kraft einfach immer mehr. Und wenn du diese beiden Quellen nutzt, Erde und Quelle, dann bist du energieunabhängig von außen. Das heißt, diese komischen Spielchen um Lebensenergie, die funktionieren nicht mehr bei dir. Mhm, ja? Weil man hätte ja bisher vielleicht auf die Idee kommen können, ich hole mir Lebensenergie von dir, indem ich dich jetzt irgendwie runtermache. Dann verlierst du Energie, die kann ich mir direkt schnappen. Das ist ein viel gelebtes Szenario. Die meisten wissen halt gar nicht, was da dabei passiert. Oder indem ich mehr Anerkennung hole von anderen. Ja? Und aber immer nur auf Leistung dann aus bin. Was auch immer, das sind diese Ungleichgewichte. Und das alles läuft nicht mehr, wenn du deine Energie schon hast. Mhm. Du brauchst es nicht mehr. Auch eine andere Form von freier Energie, wenn wir von freier Energie sprechen. Ja. Ja, ja, die für jeden da ist und niemand sie steuern kann oder abstellen kann, hast du mit diesem, du nennst es, glaube ich, gut gehimmelt und gut geerdet, ja, ne, oder gut geerdet und gut gehimmelt. Genau. In dieser jetzt vertikalen Acht. Mhm. Ja, dass wir nicht mehr um Energie kämpfen müssen. Mhm. Genau. Wenn wir die richtigen Quellen anzapfen. Ja. Und das geschieht eben, wenn wir im Herzen zentriert sind. Und dann können wir auch unser Leben ganz anders leben. Also wir können dann auch wirklich, ohne uns zu schämen, in Liebe auf andere zugehen. Mhm. Wir können wirklich helfen, wir können wirklich empathisch sein, wir können wirklich menschlich sein, ohne uns auch irgendwie einen Erfolg davon zu erwarten oder eine Gegenleistung oder was auch immer. Wir wissen, dass alles im Fluss ist. Mhm. Wir sind angeschlossen an alle Dimensionen des Lebens. Und wenn ich dir was Gutes tue, dann tue ich das, weil es mein Herz will, weil es aus mir raus will, weil es fließen möchte. Und wenn du mir dafür nichts zurückgibst,
dann ist es völlig egal, weil ja. Das Leben findet einen Weg. Diese Energie ist immer am Fließen. Mhm. Ja? Und es ist auch so dieses alte, begrenzte Denken, wenn wir auch nicht im Herzen sind, dass wir immer auf Gegenleistung warten. Das ist so das Leben aus dem Sexualchakra raus. Ja. Was ich dir gebe, muss irgendwie zurückkommen. Und sonst bist du nicht ehrlich oder bist du nicht mein Freund oder wie auch immer. Mhm. Aus dem Herzen, da gelten ganz andere Gesetze. Die Gesetze des Lebens. Ja. Und nicht irgendeiner komischen, engen Matrix, die wir gerade verlassen, glücklicherweise. Und schon gar kein Deal. Schon ja. Gar kein Deal. Kein Handel. Nein, das funktioniert nicht. Ja. Und was ich einfach auch ganz intensiv feststelle in dieser Zeit, ist, dass alles, was keine Herzensenergie in sich trägt, auch extrem sichtbar wird. Mhm. Wenn man selbst aus dem Herzen rausdenkt, fühlt und handelt, dann sieht man das sofort. Man spürt es sofort. Es ist praktisch unerträglich. Kannst du ein Beispiel dafür geben? Naja, wenn jetzt jemand einfach nur zum Beispiel ein Seminar gibt, um da irgendwie beliebt zu sein, um berühmt zu werden oder was auch immer, aber eigentlich was verkauft, was den Menschen gar nicht wirklich gut tut. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Ja, aber da gibt es viele davon, auch Produkte. Also lauf mal mit offenem Herzen durch den Supermarkt oder auch den Bioladen und spür einfach mal rein. Und du spürst einfach auch die Philosophie hinter der Firma. Du spürst, was das Produkt für eine Qualität hat, abseits der Inhaltsstoffe. Ja? Du spürst einfach, für was steht die Firma oder die Marke. Mhm. Okay, muss ich mal... Muss ich mal so in den Biomarkt gehen? Mhm. Darauf habe ich jetzt noch nicht so geachtet, ja. Also, wofür steht das? Beziehungsweise dafür ein Gefühl zu bekommen, wenn ich herzbasiert bin. Okay, das ist so ein Oder Aspekt, auch. Kann ich noch nicht, nein. Also, aber. Du bist jetzt in dieser Welt der Interviews und so. Und ich bin ja unglaublich gerne mit dir im Gespräch, weil das immer so von Herz zu Herz ist. Ich schaue mir aber auch andere Videos manchmal an und ich spüre immer genau, kommt es hier an ja. oder da. Mhm. Und ich bin da vor ein paar Jahren, war mir das auch oft noch nicht so bewusst. Da habe ich nur gemerkt, irgendwie tut mir das immer nicht so gut, wenn ich dem zuhöre. Aber der sagt so viele schlaue Sachen. Ja? Ja, ja. Und das darf man auch so für sich filtern. Wo kommt es bei mir an? Weil wenn es nur hier ankommt, ja. dann sind es einfach Konzepte und die sind vielleicht enorm toll durchdacht und vielschichtig und so weiter. Interessant. Aber wenn interessant, ja, da kann man sich stundenlang reingeben oder ja. unterhalten. Aber wenn es keine Herzenskraft hat, nützt es uns dann überhaupt irgendwas? Ja. Oder bleibt es ein Konzept, das gar nichts mit uns zu tun hat? Das uns eigentlich im Endeffekt dann Lebenszeit stiehlt. Wir sind gut beschäftigt. Ja, also, ja auch die kritischen Geister werden jetzt extrem gut beschäftigt mit den neuesten Verschwörungstheorien genau. und wie auch immer. Ja, die sich hier und da auch natürlich bewahrheiten und so, aber sie sind alle im Außen. Mhm. Und ja, ich kann das gut nachvollziehen, was du vorhin sagst. Bewegt es mich? Ja. Rührt es mich an? Genau. Oder geht das, okay. Ach, so ist das. Mhm, spannend, ja. Mhm. Next one. Mhm. Ja, wie so ein Thrill. Weil ja. alles, worauf wir uns konzentrieren, kriegt unsere Energie. Ja. Und gerade jetzt bei dieser Informationsflut sollten wir da wirklich sehr gut wählen, was kriegt unsere Energie? Wo lassen wir unsere Energie reinfließen und nähren etwas damit? Mhm. Ja? Und natürlich schaue ich mir auch irgendwelche Nachrichten an, ab und zu und weiß, was so läuft. Aber ich tue das mit einem gewissen Bewusstsein. Ich kann hinter die Kulissen schauen. Wenn man das nicht kann oder wenn man merkt, mir tut das nicht gut, sollte man es vielleicht temporär eher mal lassen oh ja. und sich den anderen Dingen zuwenden, ohne
nur lila, blass, blau, rosa, rot zu sein oder sich die Welt schön zu reden und das andere wegzudrängen. Darum geht es nicht. Wir sollten hinschauen. Aber wir sollten auch nicht jeder Geschichte unsere Energie geben. Mhm. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist Feintuning. Und dann kann man auch wieder besser bei sich bleiben. Und unser Herz, also der Motor für unser Herz, ist ja Liebe. Und damit manifestieren wir. Ja. Also, was bekommt unsere Liebe? Wo kann unsere Liebe noch mehr hinfließen? Das ist ja sogar physikalisch wirklich erklärbar durch diese ganzen Neutrinos, die da auch aus dem Universum kommen und die uns beeinflussen und die praktisch die Urteilchen der Materie sind. Und die werden angetrieben durch unsere Herzenskraft, durch unsere Manifestationskraft. Also das haben viele in letzter Zeit auch gemerkt, dass Dinge schneller eintreffen, dass Gedanken sich schneller verwirklichen, auch Ängste, aber auch Schönes, dass einfach unsere Manifestationen richtig Fahrt aufgenommen haben. Und das geschieht eben auch über diese Herzenskraft und der Schlüssel ist, tu es bewusst. Lass dich nicht irgendwie irgendwo leiten, lass dir keine Bilder reinspielen, die du dann nährst und stärkst und damit wieder kollektiv in Szene setzt, sondern überleg dir gut, wo deine Energie hingeht. Und je mehr wir das meistern, umso stärker wird auch da unsere Kraft. Weil das ist wie so ein natürlicher Filter noch, ja, wie soll ich sagen, aus der Quelle oder unser Leben filtert das einfach, dass solange du noch viel Schaden anrichten könntest, hast du auch nicht so eine Reichweite. Ja? Und je herzzentrierter, herzbasierter du lebst, umso größer wird auch diese Manifestationskraft. Mhm. Also Kompass, Manifestationskraft, Ganzheit, Liebe, es hat sehr, sehr viele Vorteile und überhaupt keine Nachteile, im Herzen zentriert zu sein. Ja, also und selbstbestimmt, ne? Weil wenn ich, wenn ich darum oder meine Aufmerksamkeit dahin richte, diese Mitte immer wieder in mir zu finden, diese Ruhe im Sturm, sozusagen im Zentrum des Sturms ist ja Ruhe, zu erreichen, ohne jetzt sozusagen in Empathielosigkeit und völliger Gleichgültigkeit zu landen, ja, dann verändere ich schon auch, glaube ich, ein Stück die Welt. Also, indem ich die Kriegs, egal wie Krieg jetzt sozusagen konnotiert ist, aber die Kriegsfelder nicht mehr Die bedienst du überhaupt befüttere. Nicht mehr. Ja, weil du in dir den Frieden herstellst und dann interessiert dich alles Kriegerische null. Ja, das gibt's gar nicht. Und wir nähern dann auch automatisch ganz andere Felder. Einfach nur durch unser Sein. Einfach nur durch das Dasein. Und inspirieren auch andere damit, das auch so zu tun. Ja? Auch wieder in die Liebe zu finden und die alten Konstrukte und Verzerrungen einfach loszulassen. Warum müssen wir lieblos zueinander sein? Warum müssen wir andere auf die Schippe nehmen? Warum müssen wir andere kleiner machen, um uns selber größer zu fühlen? Warum? Das sind alte Konzepte. Lass sie doch sein. Wie glücklich hat es dich gemacht? Nee. Eben. Also es ist Zeit für was Neues und das kommt sowieso. Und wenn wir herzbasiert sind, dann sind wir Kapitän auf unserem Schiff. Und das Navi ist schon eingestellt. Ja, und viel wird ja über Ernährung gesprochen in diesen Zeiten. Und da kommt mir das Wort Herzensnahrung in den Sinn. Was nährt mein Herz? Ja. Wirklich. Denn das, was uns angeboten wird, ist Ablenkung. Ja, aber keine Herzensnahrung. Was fällt dir denn ein, was dein Herz nährt? Oh, Begegnung. Ein Lächeln.
der Blick in die Augen eines Kindes. Ja, also Natur nährt mein Herz. Musik nährt mein Herz. Selber singen nährt mein Herz. Mit anderen zusammen zu musizieren, kreativ zu sein, nährt mein Herz. Mit anderen, ja, kreativ zu sein. Also das Wort Co-Kreativität zu erfahren. Alleine hätte ich das nie geschafft. Aber wenn jeder etwas zusammen sein Bestes reingibt und nicht, ob siegen will oder so mit meinen Vorstellungen, ich muss jetzt meine Vorstellungen durchsetzen, sondern ich habe Freude, wenn wir gemeinsam etwas Neues schaffen. Ja. Das ist, ja, das ist Herzensnahrung, Heiligsblechle. Und wenn wir das verstehen und wirklich umsetzen, dann will auch unser Körper gar nicht mehr so viel essen. Ja, also das ist bei vielen Menschen auch der Grund für Übergewicht zum Beispiel, weil sie nicht auf ihr Herz hören, sondern irgendwas essen und reinstopfen und jedes Gefühl von ich brauche was als Hunger interpretieren. Ja. Ja. Und das mit Essen stillen, das kommt oft daher, dass es früher mit Essen gestillt wurde, weil die Mutter das Kind vielleicht nicht verstanden hat oder keine Zeit hatte oder wie auch immer. Und dann geht es aber heute darum, erstmal wieder diesen inneren Schritt zurückzumachen und zu sagen, Moment, was fehlt mir gerade wirklich? Was brauche ich gerade wirklich? Und dann kommt vielleicht nicht der Schokoriegel raus, sondern der Waldspaziergang, Sauerstoff, Natur, Vogelgezwitscher, der Sonnenuntergang oder Aufgang oder das Kinderlachen, was auch immer. Und dann begibt man sich da lieber hin als an den Kühlschrank. Und das alles, wie gesagt, sind alte Konzepte. Und eigentlich gibt es nichts Einfacheres, als einfach zu sagen, ich ziehe alle meine Energien wieder hier rein. Ich schaue, dass ich hier bleibe, hier bin und von hier aus treffe ich alle Entscheidungen. Von hier aus spreche ich, von hier aus handle ich, von hier aus betrachte ich andere Menschen. Ja. Von hier aus betrachte ich die Nöte auch der Welt. Ja? Und dann siehst du auch alles anders. Es sieht alles anders aus. Du bewertest es nicht. Ja, vielleicht macht es manchmal traurig, was man da so sieht, aber was ist denn die beste Heilung? Was kann alles heilen? Liebe, oder? Mhm. Also indem wir auch da unser Herz dann offen lassen und nicht sagen, oh Traurigkeit, jetzt muss ich aber zumachen. Oh, jetzt tut was weh, zu. Sondern nein, noch weiter auf. Mhm. Noch mehr hinfließen lassen. Haben wir Teil an großen Heilungen, auch an kollektiven Heilungen, die immer in uns beginnen. Ja. Und wenn das morgen alle Menschen machen würden, wären morgen alle Kriege hinfällig, wäre morgen die Fülle wieder da, wäre das Miteinander wieder da. Mhm. Und darauf steuern wir sowieso zu. Es kann nicht aufgehalten werden, es kann nur verzögert werden, mehr nicht. Und das entscheiden wir alle zusammen, ob wir Gas geben oder ob wir es verzögern lassen. Gas geben ist auch ein netter Spruch in der heutigen Zeit. Ja. Nord Stream ist gerade abgeschaltet. Nord Stream 1. Gibt es gerade kein Gas. Du hattest vorhin auch gesagt, die aktuelle Gesellschaft gibt ihren Geist auf. Das passt auch gut. Wir geben den Geist auf, um das Herz zu öffnen, um diese Kraft zu gewinnen. Ja. Weil die Menschen der neuen Zeit und neuen Welt, das sind Herzmenschen. Ohne den Verstand in die Tonne zu treten, aber in den Dienst stellen. Genau. In den Dienst stellen. Das ist ganz wichtig. Den haben wir ja nicht umsonst bekommen. Ne? Also als Werkzeug oder als Maschinenbauer. Nein, also sagen wir als Werkzeug, um das, was das Herz begehrt, letztendlich umzusetzen in dieser 3D-Welt. Ja. Da haben wir schön wieder die männlichen und weiblichen Energien.
ja. Feuer und Wasser und eben auch die rechte und linke Gehirnhälfte, ja, wo sich genau das balanciert. Die Intuition, die weibliche Seite, bringt praktisch auf den Plan, was gelebt werden will, was wirklich durch unser Herz angesagt ist, durch unseren Seelenplan angesagt ist und was wirklich auch lebensfreundlich ist, dem Leben dient. Was anderes kommt nie aus dieser Ebene. Da kommt immer nur Lebensfreundliches raus. Und die männliche Seite mit ihrer Tatkraft und Logik darf das dann umsetzen. Mhm. Und so sind wir wirklich in Kohärenz, in Einheit. Und alles andere, wenn wir so noch nicht leben, zeigt einfach nur, dass wir da noch irgendwo Feintuning betreiben dürfen, dass wir irgendwo noch hinschauen dürfen, entweder über die Elemente oder über die männlichen, weiblichen Energien, wie auch immer man das gerne möchte. Wie kann ich das Ungleichgewicht transformieren? Ich bin jetzt mal frotzelig und sage, ja, wenn die uns sagen, ja, wir frieren für einen Frieden im Winter, kriege ich da die Heizung mit warm, mit meiner Herzenergie? Jein. Du kriegst nicht mechanisch die Heizung damit warm, aber du wirst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, weil du dich führen lässt und du wirst andere Herzmenschen um dich rum haben und dann kann man sich gegenseitig helfen. Du wirst nicht leiden, wenn du dem Weg deines Herzens folgst. In den Herzen wird's warm, still schweigt Kummer und Harm. Perfekt, genau so. Mhm. Sorgen ist Lebensverhalt. Freue dich, Christkind, komm bald. Also, ja, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ja. Das heißt nicht, dass ich mir nicht auch ein paar Kerzen schon mal zur Seite stelle oder ein paar Teelichter. Ja, das macht dann wieder der Verstand. Ja, der darf ja auch ein bisschen Vorsorge treffen. Genau. Ja, wenn es mal arg kalt wird und ein Schlafsack noch mal dabei zu haben oder so. Aber dass es mir keine Angst mehr macht. Genau. Und ich durch die Angst nicht mehr manipulierbar bin. Genau. Du bist dann nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr manipulierbar. Du folgst wieder den Gesetzen des Lebens. Ja. Und die sind immer für das Gute, für die Liebe. Die sind nicht gegen. Ja? Mhm. Und deswegen, ich beschäftige mich gar nicht damit, was da alles jetzt schlimm werden könnte. Ich sehe, was kommen kann. Das sieht mein Verstand ganz klar. Und dann macht es auch Sinn, wenn du ein Downbett zu Hause auch noch hast und nicht nur so eine Sommerdecke. Ja. Und wenn du ein paar Kerzen hast oder eine Petroleumlampe und ein paar Vorräte, das macht in der Zeit definitiv Sinn. Ja. Ist auch kein Geheimnis, nicht mal von der Regierung mehr. Von daher alles gut. Aber nicht in Angst. Mhm. Sondern, also, man kann es doch auch als Abenteuer sehen. Unsere Seele hat doch gewählt, jetzt kollektiv, hier zu inkarnieren und die ganzen anderen Seelen auch. Und jetzt haben wir doch die Wahl, ob wir daraus irgendwie ein Fest machen und feiernd in die neue Welt gehen, mit offenem Herzen, mit Händen, die sich reichen und sich gegenseitig helfen. Und dann bauen wir eben was auf. Miteinander teilen. Oder ob wir uns jetzt in der Angst verkriechen und gegeneinander sind und sagen, die Kerze gehört mir, du kriegst gar nichts von mir, ich brauch's vielleicht selber. Ja, und morgen brauchst du vielleicht Reis, den kriegst du auch nicht. Also es ist so müßig. Ja. Und wir dürfen da jetzt alle rauswachsen. Wir sind so viel mehr als das, was wir bisher gelebt haben. Und es darf endlich rauskommen. Ja, man sagt zwar auch Krisen, in Krisen zeigt sich der Charakter. Mhm. Oder wenn du eine Orange ausquetscht, ne, dann gibt sie ihren Saft da, also unter Druck gerät. Ja, aber letztendlich glaube ich auch ganz tief und fest, dass wir diese liebenden Wesen sind, die sich selbst auf den Leim gegangen sind, dass sie das nicht seien. Also, genau. Und dafür andere Protagonisten Illusion eingeladen haben, die einem das dann sozusagen gelehrt haben. Mhm. Und das dürfen wir jetzt wieder verlernen und auch entdecken, ja, das Teilen, ja, das Miteinander. Wie viel haben also von den Alten gesagt, ja, nach dem Krieg, ja, da haben sich
haben sich auch die Leute geoutet, ja, die es geteilt haben, mhm, und die eifersüchtig, ja, das für sich behalten, ja, haben. Gibt es auch schöne Märchen dazu, mhm, ja, die darauf hinweisen. Titanic. Wofür, bitte? Titanic. Ja. Die sich die Plätze ganz schnell genommen haben und noch, ja, durch Schmiergeld, und die anderen, die, ja, der Liebe wegen. Ja? Zumindest als die Geschichte. Genau. Mhm. Und dass wir jetzt kollektiv gefordert, mhm, sind, diese Herzqualität wieder zu entfalten. Mhm. Unter dem Druck. Ja. Ja, alles ist ja irgendwie Kompression, mhm, und wieder loslassen. Ja. Ja, und so, wenn wir das richtig nutzen, dann kann das richtig Sinn machen. Ja. Schau mal, jemand, ein Pfeil- und Bogenschießer, sagt man das so? Mhm. Ja, der muss erstmal volle Anspannung haben, mit aller Kraft, Schütze, diesen Pfeil. Und, ja, er muss ganz genau, muss er sein Ziel anvisieren. Ganz genau. Das muss unter voller Kompression passieren. Und dann lässt er nur noch los. Mhm. Er macht nichts anderes mehr. Nur noch loslassen. Und so dürfen wir es jetzt auch machen. Wir dürfen unter Druck etwas Neues entwickeln. Aber wir sollten dabei auch anvisieren, wo wollen wir danach hinkommen? Wo schießt unser Energiepfeil hin, ja, wenn wir dann wieder ins Loslassen gehen? Ja? Und dann ist es vielleicht wie so eine Rutsche und wir sind auf einmal, mhm, in der Realität, die wir uns wünschen. Es geht immer schneller. Ja. Die Krisenzeiten im Chinesischen ja auch, also Gefahr. Mhm. Ja, und da geht was kaputt. Und das andere, gute Gelegenheit. Genau. Chance. Für eine Veränderung. Chance. Dreh- und Angelpunkt. Weiji. Ja. Sandra. Das ist rund. Dann, das ist rund, ja. Dieses Zentrum von vertikalem und horizontalem, ich habe es genau andersrum gezeigt eben, ist egal. Da ist unser Herz, und wenn wir unsere Energie dorthin lenken, dann kommen wir gut durch die Zeit. Mhm. Danke. Definitiv. Danke, Sandra. Und ich freue mich auf alle, denen ich begegnen darf in, ja, diesem Prozess, und wo, oh, man, ja, schon an den Augen sieht und, ja, am Lächeln sieht. Egal, was gerade da außen passiert, du bist einer von uns. Du bist auch schon im Herzen angekommen. Wie, genau, schön. Ja. Ja. Ich freue mich über jeden. Die Zeit des Wiedererkennens. Ja. Ja. Vielen Ein Dank. Lang geknüpftes Netz kommt jetzt ans Licht. Danke, Sandra Weber. Ich hoffe, es geht euch auch so, dass ihr in den letzten Jahren an den Augen eurer Mitmenschen gesehen habt, jo, diesem Menschen kann ich vertrauen und jetzt mit ihm offenen Herzens kommunizieren, so wie ich es schon immer wollte. Ja. Und dass wir jetzt, wo es rumpelt und pumpelt und das Geschrei in der Welt und in den Medien hoch und da in unserer Mitte bleiben und das Neue mitten sozusagen im Chaos schaffen. Der Baum, der fällt, macht mehr Krach als der Wald, der wächst. In diesem Sinne danke ich für die Energie eurer Aufmerksamkeit und wünsche euch von Herzen, dass ihr ins Herz kommt. Ich sag für heute. Tschüss.